Erinnern Sie sich noch an Schwester Veronika? Als während der 68er-Bewegung viele Menschen unter Protest und lauten Rufen die Kirche verließen, beschloss der Orden, das Kloster zu schließen und die Nonne auf die Suche zu machen nach neuen Schäfchen. So gründete Schwester Veronika einen privaten religiösen Fernsehsender. Nannte sich Brigitte Schuh und moderierte mit Vorliebe das Frühstücksfernsehen. Meine Damen und Herren, hier im Studio und zu Hause auf den Bildschirmen und ein herzliches Grüß Gott. Ja, wieder mal Frühstückskanal im Frühlingskanal und wie immer beginnen wir mit der Fußwaschung. Sie kennen das alle zu Hause. Entlegen Sie sich bitte Ihrer Schuhe und Ihrer Strümpfe und hier im Studio vielleicht nur die erste Reihe. Erst den rechten, dann den linken. Und wir denken dabei... Das sind meine Füße, die sehen so aus. Und wir denken dabei an die armen Menschen in der dritten Welt, die diese einfache, erfrischende Zeremonie nicht mitmachen können und zu Hause mit dreckigen Füßen vor den Bildschirmen sitzen. Ja, meine Damen und Herren, heute Morgen habe ich Ihnen meine Mitschwestern aus dem ehemaligen Kloster Cheramaux eingeladen, aber das ist eine Überraschung, also vergessen Sie es ganz schnell wieder. Erinnern Sie sich noch an Schwester Gabriele? Sie ist streng gläubige Katholikin geblieben und durch den freiwilligen Verzicht auf die Empfängnisverhütungsmittel zweifache Mutter geworden. Liebe Schwester Gabriele, du hattest es nicht leicht in deinem Leben. Ja, nenn mich doch Gabi wie früher. Gabi, du hattest es nicht leicht in deinem früheren Leben. Kann ja eigentlich nicht sagen. Du hattest eine gescheiterte Ehe. Ist es meine Marke? Ach, so eine Tasse Kaffee, ja. Nehme ich gern. Ja, ich bin damals mit der gesammelten Kollekte erstmal gleich nach Casablanca ab, weißt du? Um mein Privatleben in Ordnung zu bringen. Und ich muss dir sagen, das hat mir sehr gut getan. Nach 2 Wochen war ich schwanger. Stadt. Der Kaffee dampft in den Küchen. Niemand fragt, wie sie geschlafen hat. Keine Rosen an der Tür. Später geht sie durch die Straßen. Denkt an die, die sie vergaßen. In der U-Bahn schaut sie lange ein paar Kindern hinterher. In den 38 Jahren
Und die Kinder sind keine mehr. Sie gießt die Pflanze und denkt heute Abend. Heute Abend geh ich tanzen. Und der Zeppelin, der Sehnsucht fliegt, fliegt zum Horizont in den 38. Jahren ist sie noch nie gefahren. Mit dem Zeppelin der Sehnsucht, mit dem warmen Wind im Haar. Sie sitzt da und singt ganz leise. Ein Lied auf ihre Weise. Stimmt für sich ein Lied, das damals schon immer ihre Mutter sang. Sie sieht sich selbst im Neonlicht auf dem Bahnsteig schon seit Stunden. Der nächste Zug wird ihrer sein und der Wind streift schon ihr Haar. Nur ein Schritt, dann blühen Rosen. Sie hat nicht mehr nachgedacht. Und in der Stadt hört man von Weitem nur ein Blaulicht in der Nacht. In den 38 Jahren ist sie noch nie gefahren. In dem Zeppelin der Sehnsucht, mit dem warmen Wind im Bei der Pflanzung ihrer Prunkbohnen im Klostergarten entdeckte sie die urbane Ostzone. Da hielt sie nichts mehr hinter den Klostermauern. Doch auch hier konnte sie ihr Glück nicht finden. Nichts konnte ihre langjährige, innige Freundschaft zu Schwester Wacholder ersetzen. Ja, liebe Hildegard, du hattest es nicht leicht in deinem Leben, setz dich bitte. Hildchen. Ja? Hildegard. Du hattest es nicht leicht in deinem Leben. Aber wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, deine langjährige Beziehung heute hier ins Studio zu bringen. Meine was? Deine langjährige Beziehung. Wer ist es? Das kann ich nicht verraten, das ist eine Überraschung. Wer ist das? Sonja, bist du's? Cynthia? Oh! Das ist ja Wacholder! Ah, da kreuzt es ja auch! Wir haben es doch mal sehen dürfen! Too long.
Vielen, vielen Dank, Hilton. Das hat uns sehr mitgebracht. Man spricht ja doch nicht so gerne über seine liebe heimlichen Wünsche. Es ist dort sicher sehr heiß, so wie heute hier im Studio. Ich habe dir eine kleine Erfrischung mitgebracht. Das Mikrofon zur Verfügung stellen. Diese Klöppelei, die erinnert mich auch sehr an Südamerika. Da haben wir auch immer gerne geklöppelt. Nicht wahr, Petra? Man trägt das immer so über die Schulter. Ich glaube, das ist sogar aus Peru, nicht wahr, Veronika? Ja. Unos, dos, tres. Ein Lied der Leidenschaft, der Erotik und der Zweierbeziehung. Ich hab dich verlassen, ich weiß nicht warum. Wir hatten zu essen und lebten in Frieden. Mein Traum war ein anderer. Wie mit eisernen Ketten hielt er mich gefangen. Wo bin ich gegangen? Fremde Erde, fremde Erde. Der Boden trägt für mich keine Früchte, da wo ich jetzt bin. Fremde Erde. Auf deiner braunen Haut glänzen goldene Ketten und Silberschwangen glitzern in deinem Haar. Warum bin ich noch hier in fremden Betten?